Das Thema unserer heutigen Lecture heißt: Alle reden von ethischer KI, aber was meinen Sie? Und als Referenten darf ich herzlich begrüßen Herrn Dr. Ayesha Burchardt. Herr Burchardt ist Principal Researcher am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und auch stellvertretender Standortsprecher des DFKI in Berlin. Er ist Experte für Sprachtechnologie sowie Mitherausgeber des Buches IT für soziale Inklusion. Ganz spannendes Thema, finde ich. Nach seiner Promotion in der Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes koordinierte er das Center of Research Excellence E-Learning 2.0 an der Technischen Universität in Darmstadt. Burchardt ist Senior Research Fellow des Weizenbaum-Institutes für die vernetzte Gesellschaft und stellvertretender Vorsitzender der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft. Außerdem war er als Sachverständiger Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestags. Ethik und die Forderung nach ethischer Beurteilung bei algorithmisierten Entscheidungen ist ein ganz breites, vor allen Dingen in der Populärliteratur breit vertretenes Thema. Herr Burchardt, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und damit mache ich mich erstmal stumm. Ja, lieber Werner, danke für diese nette Einleitung und ich teile mal meinen Bildschirm. Könnt ihr den Bildschirm sehen? Mal bitte einen Daumen hoch. Super, vielen Dank. Ja, guten Abend auch von mir. Alle reden von ethischer KI, aber was meinen Sie? Ich möchte anfangen mit ein paar Betrachtungen von Yuval Noah Harari in dem Buch Homo Deus. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Thema zu tun. Das ist aber ein schöner, aufregender Eröffner für solche Vorträge, finde ich. Und am Ende des Vortrags werden wir auch sehen, dass es doch was mit dem Thema zu tun hat. Und zwar sagt Harari, man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass der Mensch eigentlich ja nur ein hochkomplexer biochemischer Algorithmus ist. Den haben wir natürlich noch nicht im geringsten verstanden, aber irgendwie gibt es irgendwie keine grundsätzliche Unterscheidung, die wir finden können. Also sowas wie Geist, Seele, das unteilbare Individuum, wenn wir die neuesten oder nicht mal so neueren kognitionspsychologischen Ergebnisse uns anschauen, das hat man entweder nie gefunden oder kann es eigentlich auch so gar nicht halten. Nun, nochmal erstmal die Frage vorab zu mir, was habe ich eigentlich mit Ethik zu tun? Von meiner Ausbildung her nichts. Ich bin Computerlinguist von Hause aus. Habe aber in meiner Forschung immer gemerkt, wenn man mit Anwendern spricht, dann kommen solche Fragen eigentlich automatisch, tauchen sie automatisch auf. Und die künstliche Intelligenz oder Sprachtechnologie im Speziellen, die ich mache, braucht eigentlich immer interdisziplinäre Zusammenarbeit, weil die Anwendungsbeispiele und die Daten von den Leuten kommen und die Fragestellungen von den Leuten kommen und die Lösungen und die Technologie dann gemeinsam mit ihnen entwickelt werden müssen. Und deshalb habe ich das bei diesem Brückenschlag ganz oft gemerkt, dass da eben auch ethische Fragen aufkommen. Und dann haben wir am DFKI bei uns auch so ein Ethikteam gegründet. Das hat das alles ein bisschen sich verselbstständigt. Ich durfte also auch in einem Handbuch der künstlichen Intelligenz, was letztes Jahr neu aufgelegt wurde, an dem ethischen Kapitel mitschreiben. Aber wenn es so richtig ernst wird und ins Eingemachte geht, dann tue ich mich gerne mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sich wirklich auskennen in dem Thema. Unter anderem habe ich an diesem Kapitel hier zusammen mit der Philosophin, ich habe sie mal als meine philosophische Freundin bezeichnet, Birgit Beck von der TU Berlin, zusammengearbeitet. Und mit ihr zusammen habe ich auch den gleichnamigen Artikel, also der Artikel, der wie dieser Vortrag heißt, alle reden von ethischer KI, aber was meinen Sie? Man hat uns noch ein Damit reinredigiert, aber ich finde, man braucht es nicht. Habe diesen Artikel zusammengeschrieben und ich werde im Anfang des Vortrages jetzt eine ganz kurze Synapse aus diesem, der Artikel ist an sich auch kurz, aber das würde ich hier noch kürzer Ihnen mal vorstellen wollen als Einstieg. Und als so halber Linguist, als Computerlinguist, erlaube ich mir mal doch ein bisschen genauer hinzugucken, über welche Begriffe wir hier eigentlich sprechen. Und die Begriffe, die hier im Angebot sind, sind also Ethik und Moral, die munter durcheinander purzeln, auch in dem ja gerade genannten populären Diskurs. Und auf der individuellen Ebene, ja, haben wir den Begriff Moral. Hans handelte moralisch, kann man sagen.
Der Begriff der Ethik betrifft eine höhere Ebene, die Reflexionsebene. Man kann also sagen, Maria studierte Ethik. Das ist dasselbe wie mit Sozial und Soziologie. In dem Beispiel hier drunter, Maria verhielt sich sozial, Hans studierte Soziologie, aber man wird nicht sagen, Maria verhielt sich soziologisch. Aber viele Leute sagen, Hans verhielt sich ethisch, wenn man wahrscheinlich eigentlich meint, Hans verhielt sich moralisch. Ja, das kann natürlich sein, dass die Sprache sich an der Stelle wandelt. Auf der nächsten Folie möchte ich auch einen Grund dafür geben, warum das vielleicht so ist. Ich will ja auch nicht rosinenpickender sein als nötig, aber noch ist es eigentlich der typische Gebrauch, den ich hier zeige. Und mit Moral meinen wir normative Regeln, Sitten und Gebräuche einer gegebenen Gemeinschaft. Wir meinen also das, was jetzt nicht, sagen wir mal, rechtlich vorgegeben ist und das, was nicht reine Konvention ist, dass ich irgendwie jemandem die Hand gebe oder Hallo sage, wenn ich jemanden begrüße, sondern das dazwischen, wo ich wirklich Entscheidungen treffen muss, wie möchte ich mich gut verhalten, das wäre eben die Moral und Ethik ist eben die Reflexionswissenschaft darüber. Und selbstverständlich als Abbinder, es gibt auch noch andere Verwendungen der Begriffe in der Philosophie. Und die Sache nämlich, die ich angedeutet habe, im Englischen ist das ein bisschen anders. Da kann man durchaus ethical sagen, wenn man moralisch meint, wie wir moralisch meinen. Ja, das ist also ein sogenannter false friend und da natürlich viel Literatur übersetzt wird in der Wissenschaft oder man die englischen Originale liest, kann es eben leicht dazu kommen, dass sich möglicherweise die Begrifflichkeit bei uns auch wandelt. Aber ich würde eben gerne darauf beharren, dass wir dann zumindest bei uns genau überlegen, was wir eigentlich sagen und meinen wollen. Und jetzt aber die Frage, wenn die Leute von ethischer KI reden, und das tun sie, rede ich jetzt auch mal von ethischer KI, und jetzt fragen wir uns, was kann das eigentlich bedeuten? Wovon kann ich reden, wenn ich von ethischer KI rede? Und zum einen kann das mal sein, dass ich an Systemen arbeite, die moralisch gute Zwecke realisieren sollen. Ja, das ist also die Lieblingsbeispiele immer, das ist eben das autonome Auto, was nicht mehr Menschen im Straßenverkehr verletzt als irgend nötig und Ähnliches. Das sind natürlich drastische Beispiele, aber man kann sich auch überlegen, das sind vielleicht auch, es ist ein System, was einem die Finanzen regelt, was nicht dafür sorgen soll, dass man irgendwie bankrott geht und Ähnliches. Und man weiß, man kann sich natürlich vorstellen, solche Zwecke kommen ganz, ganz schnell in Interessenskonflikte. Ja, möchte ich möglichst viel Geld verdienen, aber ich möchte es vielleicht auf eine nachhaltige, umweltverträgliche Art und Weise machen, kann man sich vorstellen, ist ein interessantes Thema. Darüber könnte man reden wollen, wenn man über ethische KI redet. Dann kann man auch darüber reden wollen, und das ist wahrscheinlich sogar das, was am häufigsten gemeint wird, dass in den Entwicklungs- und Implementationsprozess von solchen Systemen oder in die Nutzung ethische Überlegungen eingeflossen sind. Ja, zum Beispiel sind die Daten, die ich verwendet habe, sind die hier geeignet? Ja, decken die alle möglichen benachteiligten Gruppen ab? Habe ich transparent gearbeitet und Ähnliches? Das könnten solche Dinge sein, die können in den Entwicklungsprozess der Systeme eingeflossen sein. Ich kann mir da gute Gedanken gemacht haben, dass ich eben da nichts falsch mache, nichts übersehen habe, nichts vergessen habe. Das hat aber nicht notwendigerweise Konsequenzen auf das Verhalten des Systems, was ich möglicherweise gar nicht so stark unter Kontrolle habe. Aber ich habe zumindest mal im Designprozess mir Gedanken gemacht oder ich schaue mir in der Entwicklung an, das können wir uns nachher auch noch kurz angucken, dass ich eben kontrolliere, dass immer ein Mensch sozusagen die letzte Entscheidung trifft, wenn ich eben nicht sicherstellen kann, dass die Systeme hier immer das Richtige tun. Dann lasse ich halt einen Mensch drüber schauen und stelle eben dadurch sicher, dass nichts schief geht an der Stelle. Und das Dritte, das kann man sich natürlich auch, das fand meine Philosophiefreundin Birgit am spannendsten, man kann natürlich auch KI-Systeme entwickeln, die wirklich ethischen Diskurs mit einem führen, ja, moralisches Entscheidungsfinden zu unterstützen, sogenannte Moral Machines, ja, die mit mir zusammen eruieren können, wie ich zum Beispiel mein Leben halt, ja, gut und nachhaltig, menschenfreundlich, altruistisch oder was auch immer gerade meine moralischen Werte sind, gestalten kann, die mir vielleicht Konsequenzen meiner Handlungen spiegeln und mir eben so erlauben, vielleicht eine Hochrechnung machen, wenn du diese und diese Entscheidung heute triffst, dann wirst du vielleicht morgen die und die Konsequenzen erzeugen und eben sozusagen mit mir wirklich ein moralisches Überlegen erlauben. Aber ich glaube, das ist nicht das, worüber wir wahrscheinlich hier in dem Kontext jetzt Lernen und Bildung heute am meisten sprechen. Und jetzt mal bezogen auf das Thema eben dieser Veranstaltungsreihe in Lernen und Bildung. Und ich nenne es hier wirklich bewusst nur Teaser. Das sind ja nur Ideenfetzen, die ich heute in der Kürze der Zeit hier bringen kann. Erstmal vorab ist die Unterscheidung, was ist noch normale Digitalisierung und was ist schon schwache KI, die ist zunehmend müßig. Ja, wir haben das auch in der Enquete-Kommission des Bundestages. Irgendwann habe ich tatsächlich diese Definitionsdebatte einfach weggewischt.
Fakt ist, es gibt keine KI-Definition, die alle Aspekte von KI abdeckt. KI ist ein mehrfach vieldeutiger Begriff. Man braucht es vielleicht auch nicht. Man kann von mir aus immer über Digitalisierung und KI eigentlich in einem Bindestrich, in einem Abwasch sprechen. Dann ist man einfach da drumherum auf der sicheren Seite. Was der Unterschied zwischen schwacher und starker KI ist, möchte ich jetzt nicht diskutieren. Das können wir vielleicht in der Diskussion nachher machen, falls der ein oder andere das nochmal wissen möchte. Die ethischen Kategorien, die wir in den Texten finden, die wir, ja, wo ich mitgeschrieben habe oder auch in Papieren von der High-Level Group der Europäischen Union, das sind im Allgemeinen Dinge wie Transparenz, der Mensch, der soll Kontrolle über die Systeme haben, die Systeme sollen vorurteilsfrei gestaltet sein und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr weites Feld, wie das ja in der Anmoderation schon gesagt wurde. Also KI ist ein weites Feld, Ethik ist ein weites Feld und das Lernen und Bildung ist nun ein ebenso weites Feld. Ja? Also jetzt haben wir drei weite Felder, die sich hier ausmultiplizieren. Und wir können jetzt, und das ist jetzt wahrscheinlich die Enttäuschung, wenn Sie jetzt gedacht haben, ich komme hier mit dem Musterkoffer Lernen und Bildung mit ethischen KI-Systemen A, B oder C und ich empfehle Ihnen System B. Das kann ich gar nicht liefern heute und also wären das jetzt sehr enttäuscht, der muss wahrscheinlich sich jetzt hier schon verabschieden, aber ich freue mich, wenn Sie mir noch weiter zuhören. Aber wir haben so viele verschiedene Arten der KI-Unterstützung im Bildungsbereich. Ein Empfehlungssystem, was mir vielleicht auf einer Plattform wie KI Campus Kursmaterialien empfiehlt oder Themen empfiehlt, in die ich mich einarbeiten möchte. Learning Analytics Systeme, die halt gucken, zum Beispiel in der Lehrkraft ein Feedback geben, wo stehen eigentlich meine Lernenden, wo hatten sie Schwierigkeiten, wo gab es Abbrüche, welche Lernpfade wurden eigentlich genommen, welche sind beliebt, welche Lektionen werden gar nicht benutzt und ja, wie fühlen sich die Leute vielleicht auch so. Qualitative, quantitative Untersuchungen. Wir können über Hilfsdinge reden wie maschinelle Übersetzung, sowohl von Kursmaterialien in fremde Sprachen oder aus fremden Sprachen in die eigene Sprache, aber auch so Dinge wie leichte Sprache, Gebärdensprache und ähnliche Dinge spielen eine Rolle. Barrierefreiheit im Allgemeinen kann man realisieren. Wir sprechen über solche Tools, die es helfen, automatische Multiple-Choice-Tests oder Vokabeltests zu generieren zu einem bestimmten Thema im Interessengebiet der Lerner. Dazu gibt es Tools. Es gibt allgemeine Feedback-Systeme, die mich vielleicht verbessern. Also ich komponiere etwas und dann sagt ein KI-System, ja, du hast beim Kontrapunkt da und da vielleicht ein bisschen irgendwie geschludert, das kannst du nochmal anders machen. Oder bei vielen anderen also im Gegenstandsbereich selber sozusagen, Simulation, eine Wettersimulation in Erdkunde, in der Chemie eine Simulation, wie sich verschiedene Moleküle zusammenbauen, kann man sich so, so viele verschiedene Dinge vorstellen. Recherchetools natürlich, Korpusrecherche, wie wir sie bei uns in der Linguistik jetzt schon lange kennen, in der Geschichte. Wir gucken uns Fotos an von in der Archäologie, von Ausgrabungen, vergleichen die, machen Mustererkennung darauf und so weiter und so fort. Also es gibt ein Riesenfeld von Anwendungen im Bildungsbereich. Und da muss man dann jedem Einzelnen eigentlich gucken, was meinen wir jetzt eigentlich mit, wenn wir diese Dinge ethisch gestalten wollen, worüber reden wir? Ich glaube, ich habe genug motiviert, was so die Fragestellungen wären, die man sich an der Stelle stellen würde. Und das Fazit, das habe ich mal ein bisschen flapsig hier formuliert, es kommt eben sehr darauf an, worauf wir schauen und was uns an dem Fall interessiert. So, wenn ich wieder Kontrolle bekomme, so... Ich habe gesagt, Digitalisierung, KI sind so Begriffe, die nicht sehr trennscharf sind. Ein weiterer Begriff, der im Angebot ist, ist der Begriff des Algorithmus. Ja, zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung hatte ein Projekt, oder vielleicht läuft es auch noch, Ethik der Algorithmen. Da hat man sich also drumherum sozusagen gemogelt oder wie soll man sagen, ich will es nicht negativ ausdrücken, hat man diese KI-Debatte vermieden. Also wir reden über algorithmische Systeme gesagt. Wenn man sich das jetzt aber mal anschaut, das ist gar nicht so, auch gar nicht so klar, was ein Algorithmus eigentlich ist. So als Informatiker oder ich als halber Informatiker denke bei Algorithmen an sowas wie ein Algorithmus zur Addition hier zum Beispiel. Ja, also wenn man zählen kann, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, das ist ja Zählen. Wenn man Computern Zählen beigebracht hat und dann soll man ihnen die Addition beibringen, dann gibt es einen ganz einfachen Algorithmus, den ich Ihnen jetzt zeige. Der heißt, ich möchte hier zwei Zahlen addieren. Dann heißt der Algorithmus, zähle die eine Zahl rauf und die andere Zahl runter, bis eine von beiden 0 ist und das andere ist dann das Ergebnis. Klingt sehr kompliziert, wenn man sich das aber anschaut. Wir zählen rauf, 5, 6, 7, 8 und zählen parallel runter, 3, 2, 1, 0. Dann ist die eine Zahl 0 und das andere ist das Ergebnis. Ja, das ist so ein Algorithmus, wie ihn Informatiker lieben. Der zeigt einem jetzt, wenn du die wenn du zählen kannst, kannst du auch addieren. Und so bilden sich die Programmbausteine, kann man die programmieren. Aus kleineren Bausteinen programmiert man größere Bausteine. Sie müssen natürlich nicht jedes Mal die Addition dem Computer erklären. Das ist in Programmbibliotheken natürlich bereits hinterlegt. Aber so baut man das dann auf.
Und dann lesen wir in dem gerade von Werner schon angesprochenen allgemeinen Diskurs, heißt es dann immer, ja, Algorithmen muss man nicht so genau wissen, das ist eigentlich sowas wie ein Kochrezept, Kochrezept für Computer. Hier habe ich mal ein Kochrezept von Rama.de für Pfannkuchen rausgesucht aus Spaß und hier stehen Dinge drin wie ein Teelöffel Backpulver leicht gehäuft. Ja, wer sich mit Philosophie auskennt, der kann mal darüber nachdenken, was eigentlich einen leicht gehäuften zu einem gehäuften Teelöffel Backpulver, welches Körnchen jetzt dasjenige ist, was von der einen in die andere Kategorie geht, und dann sagen Spezialisten, naja, dann schreib halt 3,9 Gramm. Ja, aber würde man dann, wenn man nur 3,889 Gramm Backpulver da hat, soll dann der Roboter sagen, ich kann keine Pfannkuchen backen, weil zu wenig Backpulver da ist. Also so etwas, was für Menschen gemacht ist, hat einen großen, großen Anteil von Wahrheit. Ja, den muss man für die Maschinen auflösen. Dann steht hier in diesem zweiten Satz da unten, das finde ich total scharf, bei der Zubereitung 50 Gramm Rama in der Pfanne für die späteren Pfannkuchen. Interessantes Konzept, die Pfanne für die späteren Pfannkuchen. Ich führe ein Konzept ein für irgendwas, was später kommt. Für Menschen ist das völlig okay. Wir verstehen ja, was später mit der Pfanne und den Pfannkuchen passiert. Einem Computer müsste man das Ganze ein bisschen anders erklären. Ja, da ist viel zu viel präsupponiert an der Stelle. Und dann steht Schmelzen und Dazugeben. Die Pfanne, den Pfannkuchen. Ja, also ich will nur sagen, menschliche Sprache ist sehr, sehr vage, sehr ambig. Viele Sachen spezifizieren wir gar nicht bis ins letzte i-Tüpfelchen aus. Das hier ist ein einfaches Beispiel. Wenn Sie aber jetzt die Maschine bauen wollten, die halt darauf aufbaut, dann müssen Sie viel, viel mehr tun. Und nun entfernen wir uns noch einen Schritt weiter von Algorithmen. Ich habe jetzt über klassische Algorithmen gesprochen. Ganz oft haben wir es heute aber mit maschinellem Lernen zu tun in der KI. Ja, und jetzt nehmen wir als Beispiel ein Übersetzungssystem. Das funktioniert wie folgend. Wie folgt, Sie speisen dieses System mit Sätzen, ja, 10.000, 50.000, hunderttausende Millionen englische Sätze und die dazu passenden Sätze auf Deutsch, die also von Menschen schon mal übersetzt wurden. Das lassen Sie durch einen Lernalgorithmus durchgehen. Das werden heute typischerweise die sogenannten neuronalen Netze gebaut dann. Und dann kommt da ein sogenanntes Übersetzungsmodell raus. Das ist dann eben das statistische, mathematische Modell, wo dieses Wissen, ja, aus diesem sozusagen deutsch-englischen Korpus drinsteckt. Dieses Modell kann man jetzt in ein Computersystem einspeisen, dann kann sich Ihr Smartphone mit diesem Computersystem verbinden und wenn Sie Hello World eintippen, dann sagt das Ding am Ende Hallo Welt. So. Und jetzt ist aber die Frage, dann spricht man von einem Übersetzungsalgorithmus. Ist ein Übersetzungsalgorithmus, deutscher Satz rein, englischer Satz rein, deutscher Satz raus, muss ja ein Algorithmus sein. Aber Übersetzungsalgorithmus ruft jetzt wieder so ganz viele Ideen, bei mir zumindest mal hervor, da ist irgendwas, das geht durch den Satz durch und sagt, was ist denn das Verb und in welcher Zeitform ist denn das und wer ist denn das Subjekt und wie hängen die zusammen und dann, ja, dann kann ich die Übersetzung, aber das haben wir hier alles überhaupt nicht. Hier sind jede Menge Algorithmen am Werk, die Festplatten ansteuern, die Datenkommunikation steuern und so weiter und so fort, aber hier ist eigentlich überhaupt kein Übersetzungsalgorithmus am Werk. Wir haben dieses Modell, ja, diese sogenannte Blackbox, sagen wir mal, im Falle des neuronalen Netz, was diese Übersetzung macht, aber eigentlich gar nichts, was hier wie ein Algorithmus in dem vorigen Sinne auf meiner vorigen Folie ausschaut. Und dann kommt es ja hinzu, dass diese Algorithmen auch noch lernen. Also wenn ich eine Verbesserung jetzt vornehme, Sie kennen das von der Websuche oder im Browser, Sie verändern irgendwas, dann werden Ihre Daten, Ihre Klicks, die werden zurückgespielt in das System und das System wird immer schlauer. Das heißt, Sie sind Teil des Übersetzungsprozesses, Systems, Modells letztendlich geworden. Also da ist nicht mehr irgendwo da der Algorithmus, hier ich, der Benutzer, das ist alles nicht so ganz klar. Auch wenn man dann sagt, die Algorithmen sind falsch programmiert oder die sind nicht ethisch oder die Informatiker, die sollten einen Eid schwören, damit sie keine unethischen Algorithmen programmieren. Das greift alles immer viel, viel zu kurz. Und auch der sogenannte Algorithmen-TÜV. Wo würde ich denn mit dem Gummihammer hier den Algorithmen-TÜV drauf anlegen? Auf den Lernalgorithmus? Das kann ich machen. Und jetzt wieder die altmodischen Beispiele, mir fallen keine neuen ein. Wenn jetzt eben im Englischen Doktor steht und im Deutschen steht Arzt, dann wird eben Doktor nach Arzt übersetzt hinterher und nicht nach Ärztin. Das finden wir heute nicht mehr gut, das ist nicht mehr en vogue. Das steckt da aber so in den Daten drin und hier hat niemand Böses, irgendwie Böses getan, sondern ganz einfach, ja, diese Daten reingefüttert, ohne, wie wir das vorhin gesagt haben, sich eben die richtigen Überlegungen gemacht, sind meine Daten eigentlich noch zeitgemäß? Und dann passiert so etwas. Und das Problem taucht eben dann auf, was macht man dann, wenn man das jetzt festgestellt hat, dann muss man irgendwie andere Daten erzeugen, mehr Daten erzeugen, vielleicht synthetische Daten erzeugen. Dann wird es bei diesen datenbasierten Systemen sehr schwierig, aber das nur mal so am Rande. Aber eben
Das will ich eigentlich Ihnen nur gesagt haben, mit dem Begriff Algorithmus wird rumgeschmissen und die sollen ethisch sein und ethisch gemacht sein. Ganz so einfach ist es dann im Detail eben doch nicht. Und um das nochmal an dem Beispiel der maschinellen Übersetzung, mit der ich mich gut auskenne, die ist einfach über die Zeit, die gibt es nämlich schon seit Mitte der 50er Jahre, hat die sich ganz stark verändert, wie das technisch umgesetzt ist. Ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich noch, dann können wir die Geschichte uns nochmal anschauen, wie es eigentlich war. Mitte der 50er Jahre fehlten in den USA Übersetzer, die von Russisch nach Englisch übersetzen konnten. Ja, Sie können sich vorstellen, im Kalten Krieg, man brauchte Übersetzerinnen, Übersetzer, hatte nicht genug. Und dann wurden Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler bei IBM und andere hatten dann die Idee, wir können doch diese neuen Computer, Compute heißt ja Rechner, die hatten ja nur so Röhrendisplays, die haben Turnhallen gefüllt mit ihren Röhren, die hatten ja nicht mal einen Monitor mit einer Ausgabe, wie wir das heute kennen. Man kann doch diese Rechenknechte vielleicht auch so umbauen, dass sie Texte übersetzen können. Fand die Regierung eine gute Idee, Verteidigungsministerium hat gesagt, ja, nur wie lange werdet ihr brauchen? Und die Wissenschaftler haben damals Mitte der 50er Jahre gesagt, ja, so 5 Jahre wird es wohl dauern. Ja, 69 waren wir dann auf dem Mond und weitere 45 Jahre später, im Jahre 2016, als dann Google und andere auf diese neuronalen Netze umstellten, seitdem haben wir wirklich eine Übersetzungsqualität, die sich eben auch anzusehen lohnt. Und wenn Ihnen jemand was erzählt von Rocket Science, von Raketenwissenschaft, dann korrigieren Sie bitte und sagen, das geht um Translation Science. Also einen Text zu übersetzen, war sehr, sehr viele Jahrzehnte schwieriger, als eine Rakete auf den Mond zu schicken. Ja, es ist einfach so. Und man fing also an, die ersten Systeme hier, um auf die Folie zu kommen, die haben nur Wörter rübergeschoben. Die haben einfach ein Vollformlexikon gehabt, ja, Auto, Autos, Auto. Und haben das dann eben also aus dem Russischen ins Englische rübergeschoben, so ganz brutal, jedes Wort einfach im Lexikon nachgeschaut, in die andere Sprache übertragen. Das wurde natürlich ein Kauderwelsch, aber der Geheimdienst konnte damit arbeiten. Man wusste, worum es in dem Dokument ging. Und dann kamen in den 70er, 80er Jahren die besseren KI-Systeme, die regelbasierten Systeme, Expertensysteme, die dann eine richtige Grammatikanalyse gemacht haben, wie ich das vorhin schon angedeutet habe. Subjekt, Verb, ja, Agreement, Fälle, Singular, Plural wurde erkannt und so weiter und so fort. Man hat die Sprache richtig modelliert mit Regeln, hat das in die andere Zielsprache übertragen und dort einen entsprechenden mit einem Sprachgenerierungssystem aus diesen Bäumen dann wieder Sätze generiert. Und das Ergebnis wird jedenfalls kolportiert, war dann so schlecht, dass die gesagt haben, gebt uns die alten Systeme wieder, die nur die Wörter rübergeschoben haben. Damit konnten wir wenigstens arbeiten. Diese neuen Systeme, die haben aber so viel geraten und so viel Zeug eingeführt, die waren überhaupt nicht brauchbar. Dann gab es noch eine Zwischenstufe, die lasse ich mal aus. Und heute haben wir es eben mit dem maschinellen Lernen zu tun, seit Mitte der 90er, Anfang der 2000er Jahre mit dem klassischen Bayesian Lernen und eben heute mit den neuronalen Netzen klappt das Ganze relativ gut. Aber diese Implementation, diese Systemtyp, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn Sie jetzt nochmal, um auf unser Thema zurückzukommen, wenn Sie jetzt ethische Betrachtungen haben oder Sie haben bestimmte Ideen, was die Systeme besser oder schlechter machen können, so ist es sehr unterschiedlich schwierig, das an den Systemen umzusetzen. Ich habe das vorhin schon gesagt, bei den datenbasierten Systemen haben Sie keine andere Chance, als die Daten zu verändern. Bei einem regelbasierten System können Sie zum Beispiel zum Teil einfach einen Schalter umlegen. Sollen meine Kunden geduzt werden oder gesiezt werden oder ist es Arzt oder ist es Ärztin, da können Sie einfach eine Regel umändern oder können sagen, 50% der Fälle nehmen die eine, 50% der andere. Da kann man dann sehr gut eingreifen. Die Systeme sind sehr schön transparent, aber leider haben wir da ein Problem mit der Performance, mit der Performance. Die sind eben dann oft nicht so gut, sind sehr schwer in der Wartung und das ist dann ganz oft auch so ein ganz allgemein gesprochen so eine Kontrolle versus Performance ist so ein typisches Problem. Die Systeme, die super performen, die habe ich nicht sehr gut unter Kontrolle. Die Systeme, die ich sehr gut unter Kontrolle habe, die vielleicht sogar beweisbare gute Eigenschaften haben, die haben da nicht so eine gute Performance. Und da kann man sich dann im Einzelnen überlegen, was hilft mir? Das mittlere System vielleicht noch kurz, da haben einfach Menschen, kriegen Menschen einfach Vorübersetzungen, die sie dann nochmal abnicken und nochmal abändern. Wenn ich einen Human in the Loop habe, dann ist es alles nicht mehr so schwierig. Dann wird ja die menschliche Endkontrolle gemacht und dann muss ich eigentlich nur das System so machen, dass das den Menschen Freude bereitet, seinen Job, dass es ihn effizient macht, dass es ihm sozusagen die Arbeiten abnimmt, die unangenehm sind und ihn sozusagen die Entscheidungen treffen lässt, die Spaß machen. Dann hat man die gute Digitalisierung gemacht und dann ist das Endergebnis natürlich sogar noch schneller, besser, kann mehr Kunden bedienen als vorher. Im optimalen Fall eben einfach dann ein guter Fall von Digitalisierung, wo allen mitgeholfen ist.
Und jetzt nochmal möchte ich so kurz vorm Abschluss nochmal das Ganze so ein bisschen eine Ebene hochheben, nochmal so ein bisschen andere Abstraktionsniveau, ein anderes Abstraktionsniveau Sie mitnehmen. Im Lehrbuch hat man so KI-Systeme, könnte man so in drei Schritte unterteilen. Dein System nimmt die Umgebung wahr. Das kann ein Roboter sein, der schaut, wo er hier ist mit seinen Sensoren. Das kann aber auch eine Suchmaschine sein, die von Nutzerinnen und Nutzern mit einer Anfrage, getippten Anfrage gefüttert wird. Also die Umgebung, die kann physikalisch sein, die kann aber auch virtuell sein. Also das wird wahrgenommen und erkannt, worum handelt es sich hier, was ist der Typ der Anfrage, was ist zu tun. Und dann wäre der nächste Prozessschritt eigentlich ein Verstehens- oder Wissensschritt. Und das ist für uns Menschen relativ abstrakt. Ja, wenn wir eine Tomate sehen, haben wir auch verstanden, dass es eine Tomate ist. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, die Tomate wahrzunehmen, ohne sie zu verstehen oder zu wissen, was das eigentlich ist. Nur ich habe das Glück, ich bin gerade in Elternzeit. Und wenn man Kinder hat und den Kindern vorliest, dann merkt man plötzlich, man kann Texte vorlesen, ohne sie zu verstehen. Ja, man kann wunderbar abends auch mit Betonung und so Geschichten vorlesen und sich über, was man noch einkaufen will, was man noch für E-Mails beantwortet, sich Gedanken machen. Das geht. Ich habe mich in der Grundschule immer gefragt oder in der Schule, warum die Lehrer gesagt haben, bitte diesen Text heute Nachmittag lesen und verstehen. Und ich habe gedacht, das ist doch dasselbe. Nein, ist nicht dasselbe. Man kann ihn auch nur lesen. Oder wir kennen das aus der Kirche. Ja, Herr, sieh doch und schau. Also sehen und schauen und verstehen sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und dann als der dritte Prozessschritt ist dann Planen und Handeln. Ich habe verstanden, was hier zu tun ist und ich überlege mir, was zu tun ist. Ich führe die Handlung aus und dann kontrolliere ich, ob es funktioniert hat, ob ich in dem richtigen Zustand jetzt bin, ob der Kunde zufrieden ist, ob ich als Roboter jemanden umgebettet habe, was auch immer ich tun sollte. Und das maschinelle Lernen kann man sich so vorstellen als so eine Art Kurzschluss, so eine Reizreaktionsschluss. Ja, der Text geht rein ins System, der wird übersetzt, ohne dass das System irgendwie verstanden hat, was in dem Text eigentlich drin ist, worum es geht, was zu tun ist. Das ist der heutige Stand der KI. Ja, wir haben eigentlich so einen Kurzschluss. Und die Hoffnung wäre, dass man irgendwann dahin kommt, dass man Lernen und Wissen zusammenbringt. Dass die Maschinen also nicht nur das Richtige tun, sondern dass man mit ihnen auch darüber reden kann. Ja, dass das System sagt, ich habe dir jetzt die und die Lektion empfohlen, dann kann man sagen, liebes System, das ist zwar schön, aber ich habe heute nicht so eine Lust auf formale Linguistik, kannst du mir nicht was aus der Pragmatik irgendwo empfehlen, dann würde das System nochmal losgehen, würde was anderes empfehlen. Diese Art von Systeminteraktion, die haben wir heute natürlich nicht. Aber das wäre der Traum, wo es hingehen könnte, auch für mich, diesen Verständnisprozess mehr mit reinzubringen, besser mit reinzubringen. Und das würde uns dann natürlich auch helfen, diesen ethischen Aspekt reinzubringen. Denn die Daten, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört oder angesagt, die Daten sind deskriptiv. Sie beschreiben die Welt, wie sie sind. Ja, es wurden beim Bewerbungsgespräch vorwiegend Männer eingeladen. Das System wird auf diesen Daten trainiert. Es wird vorwiegend Männer einladen. Das hat es einfach gelernt. Nicht den bösen Willen, sondern einfach das Doing. Aber wenn wir eine normative Vorstellung haben, wir hätten gerne mehr Frauen oder wir hätten sie gleich verteilt oder 30-70 oder 70-30, wie kriegt man diese normative Vorstellung in die Systeme rein? Da sind wir heute wirklich ein bisschen schwach auf der Brust beim heutigen Stand der Dinge. Das habe ich jetzt mehrfach in verschiedenen Varianten gesagt. Und da möchte man natürlich hinkommen, dass man normativ mit den Systemen zusammen sagen kann, ich hätte gerne und so, dass du so und so handelst, obwohl die Welt derzeit nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Das erfordert natürlich ganz viel Interdisziplinarität, dass man sich auch darüber im Klaren ist, was man von dem System eigentlich gerne hätte. Das ist natürlich der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man guckt, wie sage ich es jetzt meinem System? Wie kommt dieses Wissen aus meinem Kopf? Dieses Wissen, was in den Daten steckt, dieses Wissen, was die Systeme über Sensoren, dadurch, dass sie bei uns mitlesen, über unsere Klicks, über die Beobachtung der Nutzerinnen und Nutzer, wie kann ich das alles zusammen so im System verarbeiten, dass hinterher das Richtige bei rauskommt? Das wäre dann dieses Gesamtbild. Und hier nochmal jetzt so einfach nochmal wieder eine andere Sicht drauf, die ich aber immer ganz schön finde. Manchmal braucht man Algorithmen und manchmal reicht eine Blackbox. Ja, manchmal möchte ich auf dem Stadtplan sehen, wo laufe ich eigentlich hin, warum ist dieser Weg gut, sind da schöne, interessante Läden vielleicht oder Sehenswürdigkeiten an dem Weg. Und manchmal reicht mir eigentlich so ein Trampelpfad. Ich will einfach nur dahin und man sagt mir, jemand lauf diesen Pfad, das ist jetzt die Datenspur in einem neuronalen Netz. Viele, viele Leute haben diesen Weg benutzt hier in Berlin.
Vielleicht, weil man nicht nass wird, wenn es regnet. Vielleicht, weil man im Sommer Schatten hat. Vielleicht ist es der kürzeste Weg. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist sozusagen eine Blackbox an der Stelle. Die sagt mir nicht. Irgendwann haben sich Leute sicherlich mal Gedanken gemacht, ob sie mit einer Karte navigiert sind oder beobachtet haben. Hier haben sich mal Gedanken gemacht, warum dieser Weg gut ist. Aber das ist inzwischen nicht mehr da. Aber was noch da ist, ist der Weg. Und ich kann ihn nehmen und es reicht mir manchmal. Ja, also das ist nicht immer schlecht. Das ist oft eine Entlastung, wenn man mit einer Blackbox zu tun hat. Wenn Sie wüssten, wie Ihre Servolenkung funktioniert oder Ihr Bremskraftverstärker, würden Sie wahrscheinlich gar nicht mehr in ein Auto einsteigen, weil sich das so gruselig anmutet, was da eigentlich alles passiert. Dass dieses Ding, was da vor Ihnen ist, dass das Lenkrad gar nicht mehr physisch, sagen wir mal, die Räder zum Beispiel dreht oder dass das, was sich wie ein Bremspedal anfühlt, dass das nur ein Joystick ist, der nur einen Gummipuffer hat, dass Sie damit gar keine Flüssigkeit mehr in irgendwelche Bremssysteme pumpen, sondern dass das alles von Computern für Sie gemacht ist. Das ist eine gruselige Vorstellung. Wir werden entlastet, wenn wir das nicht so genau wissen. Wir haben nur verstanden, was wir tun müssen. Lenkrad nach links drehen, Räder drehen sich nach links, auf die Bremse treten, Auto bremst, das reicht uns an der Stelle. Ja, bei einem medizinischen System, wenn das System sagt, ich empfehle hier die Gabe von Antibiotikern, reicht es nicht, dass das System uns das empfiehlt. Da muss mehr kommen. Ne? Das ist sozusagen, aber Transparenz ist kein Zweck in sich selbst, sondern das ist eben sozusagen, das muss man sich sehr genau überlegen im einzelnen Fall, wann habe ich wie viel Zeit, wie viel Aufnahmefähigkeit, wann brauche ich welches Niveau von Transparenz und Information. So, jetzt abschließend nochmal den Harari, das letzte Buch, die 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Ich habe es leider nur auf Englisch hier vorliegen, wo er schreibt: Algorithms will repeatedly make mistakes due to insufficient data, faulty programming, muddled goal definitions and the chaotic nature of life. Most people often make terrible mistakes in the most important decisions of their lives. Even more than algorithms, humans suffer from insufficient data, from faulty programming, genetic and cultural, from muddled definitions and from the chaos of life. Er sagt, die Algorithmen müssen ja gar nicht gut sein, sie müssen ja nur besser sein als wir. Dankeschön.